So, meine lieben Tropikaner, es ist soweit, wir gehen weiter fort in unserer Kampagne. Sie können fliehen, aber sich nicht verstecken, Amigo. Der Schüler ist zum Meister geworden. Ihre Insel gehört jetzt mir. Und ich werde sie in diesem Dickicht finden. Ich kontrolliere Puerto Gato. Doch die meisten Leute sind General Santana treu ergeben und werden mich kaum als ihren neuen Herrscher akzeptieren. Um der Sicherheit willen werde ich mich um sie kümmern müssen. Der General ist das größere Problem. Seine Rebellen sind eine Bedrohung, die es auszumerzen gilt. Das heißt, wir werden schon am Anfang mit Rebellen zu tun haben. Santana abgelöst, Puerto Gato unter neuer Verwaltung, das Horn am Sonntag. Und Today Magazine berichtet, Rebellenkräfte vom Generalissimo wollen die Insel zurückerobern. Wen nehmen wir diesmal? Jetzt ist auch der Sir schon ziemlich weit. Diplomatisches Geschick ist schon relativ hoch, pompös ebenfalls. 40 Beziehungen zu der EU und 30% mehr Erlasskosten. Zwanghafte Spielerin. Maria Gomez muss auch weiter fortgeführt werden. 6 Beziehungen zu allen ausländischen Mächten ist schon mal gut. Tourismusindex und so weiter, großer Schleimer. Minus 10 USA-Beziehungen oder SSR-Beziehungen, dafür plus 10% Ansehen bei weniger intelligenten Bürgern. Auf geht's! Präsidente, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass diese Insel Puerto Gato jetzt unter unserer Kontrolle ist. Ihr Gegenspieler, der sogenannte Generalissimo Santana, hat sich die Wälder unter die Nagel gerissen und ist dabei, Rebellen zum Kampf gegen ihr Regime zu rekrutieren. Die schlechte Nachricht, viele Menschen auf der Insel sind Santana immer noch treu. Trotz seiner Korruption und Skrupellosigkeit war er sehr beliebt. Wir werden keine Wahlen abhalten, bis die Situation zumindest teilweise unter Kontrolle ist. Momentan sehe ich hier nämlich keinen Erfolg. Anhänger des alten Regimes organisieren im Untergrund den Widerstand gegen sie. Wenn sie sie beseitigen oder für unsere Sache gewinnen können, gehört die Insel endgültig uns. Reduzieren Sie die Widerstandskämpfer auf null, um die Mission zu gewinnen. Mithilfe der anderen Aufgaben können Sie dieses Ziel erreichen. Oh, und offensichtlich, muss mal kurz Pause machen, haben wir hier schon eine ordentliche Zusammenkunft. Hier gibt es keine Energie, nicht genügend Energie. Wir haben aber ein Kraftwerk. Das sollte demnächst ein bisschen was in die Wege leiten können. Da ist ein Gefängnis, das ist schon mal gut. Wir haben Häuser und ein Krankenhaus. Wir haben eine Kirche. Kann ich das nicht erstmal abreißen oder abschalten? Ich denke, das wäre ganz gut. Warte mal. Abreißen, Infrastruktur, abreißen, das da. So, dann nehmen wir lieber eine Klinik. Er hat noch keine Hochschule oder sowas, ne? So wie es aussieht, nicht. Okay, wir haben die ein oder andere Farm. Dann werden wir jetzt noch weitere Farmen bauen? Für Mais? Nein, für Papayas erst einmal. Okay, und das müsste reichen. Gut, dann lassen wir die Zeit erstmal laufen. Das Kabarett kann weg. Da werden wir für andere Unterhaltung sorgen. Was ist das? Eine Ranch für Vieh? Können wir noch ausbauen später? Wir haben ein Fuhrparkbüro. Bin ja schon mal froh, dass wir überhaupt ein Krankenhaus haben. Wie sieht die allgemeine Zufriedenheit aus? Noch ganz gut. Wir werden für Freiheit und so weiter kämpfen, das ist gar kein Problem. Ewige Flamme. Offensichtlich eine Tourismusfalle. Eine Oberschule ist wichtig, die baue ich jetzt schon mal. Hier sind Farmen. Muss aufpassen, dass die Farmen dann auch trotzdem noch genug bekommen. So.
Ich brauche noch ein weiteres Parkhaus hier an der Ecke. Gut, und dann müssen wir erstmal die Zeit fortschreiten lassen. Sie haben mir meine Insel genommen und glauben... Oh, jetzt hat er das Kraftwerk zerstört. Na toll. Super. Es wird nicht leicht sein, das von Santana zerstörte Kraftwerk wieder aufzubauen. Sie können sich das nicht leisten. Hätte ich das mal vorher gewusst, verdammt. Aber ist nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Jetzt haben wir nämlich das Kabarett nicht mehr. Aber wir werden Geld generieren. Die ersten Dinge liegen schon beim Hafen bereit. Und wenn wir erstmal Unterstützung bekommen von den Auslandsmächten, dann werden wir auch unsere Hochschule bauen und die Generäle einstellen. Momentan haben wir immer noch 70 Mitglieder in der Widerstandsbewegung. Das ist schlecht für uns. Na, wo bleiben die Schiffe? Noch 2 Monate. Wir gehen langsam ins Minus, aber wir kriegen dann wenigstens ordentlich Geld. 120 Leute wohnen bereits hier. Und die Jobs sehen schlecht aus. Okay, jetzt kriegen wir schon mal Oberschüler. Und wieder neue Jobs. Okay, und wenn ihr arbeiten würdet, dann könnten wir sogar 6.000 machen. Plus Auslandszusätze und alles wäre gut. Okay. Mit der Eröffnung einer Oberschule in Tropico möchte ich alle Studenten an den Strafenkatalog erinnern. Versuchter Mord an Klassenkameraden? Schläge. Erfolgreicher Mord an Kameraden? Schläge. Rebell werden und die Schule in die Luft sprengen. Vorladung vor die Schulleitung. Tötung des Präsidenten? 100-mal schreiben, ich werde nie wieder den Präsidenten töten. Gut, wir nehmen die Aufgabe erst einmal an. Alles andere muss später kommen. Ich muss jetzt erstmal für Geld sorgen. Eine Goldmine würde uns da helfen, aber auch eine Eisenmine. Hier können nachher noch Farmen angebaut werden. Wir werden das schaffen. Das ist wirklich unsere Anfangsinsel, die allererste Insel, auf der wir waren. Das Ding hier braucht zum Glück nichts Großartiges. Das dient der Unterhaltung. Kommt schon, produziert, Leute. Ein Schiff nähert sich dem Hafen. Wir werden gerade so über Wasser bleiben, wenn das so weitergeht. 8 neue Einwanderer für Tropico, wieder mal. 972 liegen noch bereit. Theoretisch könnten wir noch mehr verkaufen. Will aber keiner, okay. Das Schiff ist zufrieden. Ich bin's nicht. Wir brauchen mehr Geld. Wesentlich mehr Geld. ...3.300 liegt hier bereit. Sehr gut, dankeschön. ...6.000 exportiert. So, wir haben eine Kirche. Das heißt, die Religionsqualität geht schon mal nicht sonderlich runter. Wir werden demnächst eine Hochschule bauen, wenn wir denn genügend Waren verkaufen und unsere Beziehungen sich wieder verbessern zum Ausland. Wir verbrauchen sehr, sehr viel Geld. Unser Budget ist echt schlecht.
Irgendwas zieht ordentlich Kohle und ich glaube, dass es das hier ist. Kolumbianische Barone haben größere Armee. Sie kennen mich, Amigo. Aber kennen Sie auch meine Freunde? Ich rekrutiere jede Menge Rebellen im Urwald, um meine kleine Insel zu befreien. Sie haben keine Chance, Präsidente. Selbst wenn Ihre Soldaten meine Männer erschießen, finde ich jederzeit neue, die bereit sind, für mich zu sterben. Ich habe sie schon einmal besiegt und ich werde es wieder tun. Sir, die Anzahl der Rebellen... 7 neue Einwanderer und 14.000. Sehr gut. Dann werden wir jetzt erst einmal, egal ob es teuer ist und ob wir ins Minus kommen, eine Hochschule bauen. Ich muss bloß ein Parkhaus finden, gleich daneben. Das passt alles nicht. Bauen wir die mal so hin. Okay, und dann bekommen wir Hochschüler. Das ist schon okay. Wir haben Waren exportiert. Im Wert von 6.816 und ich glaube, die Finanzhilfen kamen auch gerade. Generalissimo Santana pflegte Dissidenten in dieses Gefängnis zu stecken. 7.300. Oh, komm schon. Das nächste Schiff wird uns nochmal einen richtigen Geldsegen bringen. Und dann können wir uns wenigstens um unsere Armee kümmern. Und um mehr Geld. Ein Denkmal des Regimes von Generalissimo Santana steht noch auf der Insel, Präsidente. Die sogenannte ewige Flamme ist nichts im Vergleich zur echten Flamme der Revolution. Wir sollten sie in die Luft jagen. Eine tolle Idee. Das machen wir sofort. Das Gefängnis ist schon wichtig. Aber die ewige Flamme muss weg. Auslandsbeziehungen sind wieder schlechter. Abriss stoppen, das könnt ihr vergessen. So, damit machen wir wieder ordentlich Kohle. Endlich. Dann werden wir uns lieber um unsere Leute kümmern. Die Hochschule wurde gebaut. Dann brauche ich jetzt Bildung und Medien? Nein. Erstmal brauche ich weitere Unterkünfte, Mietshäuser. Das ist verdammt wichtig. So, die Mietshäuser kommen. Ein Schiff exportiert. Gut, die Unterhaltungskosten waren nämlich das teuerste eigentlich. Wir werden noch weitere Waren exportieren müssen, um uns wieder zu erholen. Und vor allem auch, um das Arsenal endlich aufzubauen. Gut, ganz viele Oberschüler sind da, uns fehlen noch Hochschullehrer. Die werden hoffentlich bald kommen. Das nächste Schiff ist da, hat uns wieder Waren gebracht, beziehungsweise Waren abgenommen. Kann im Moment nichts machen, wir müssen warten. Gut, ganz viele Leute sind eingezogen, sehr schön. Ja, zumindest ist das Gebäude da, eingezogen sind sie noch nicht. Das wird jetzt kommen. Wieder Staatshilfen bekommen, dann bauen wir jetzt erst einmal eine Mülldeponie für die Umweltschützer. Hier mit hin. Okay, die Wohnsituation wird besser. Die Kirche haben wir noch. Irgendwann werden wir wohl jemanden haben, der als Hochschullehrer arbeitet. Den schmeißen wir raus, der kann in der Hochschule arbeiten. Tropico hat jetzt über 100 Bürger. Ein kleiner Schritt für die Welt, ein großer Sprung für Tropico. Ah, endlich haben wir einen Hochschullehrer. Sehr gut. Muss ich nachher bloß wieder hochstellen. Und wir haben jetzt 18.000. Davon können wir einiges bauen. Das werden wir auch tun.
Arsenal kommt später, wenn wir ein paar Leute ausgebildet haben. Jetzt kommt erstmal eine Polizeiwache. Passt hier perfekt hin. Und Unterhaltung gibt's auch in Form einer Bar. Und einem Präsidentenmuseum. Und wir brauchen ein weiteres Parkhaus in der Innenstadt. Ein neuer Auftrag. Das Geburtshaus von Santana ist ein weiteres Symbol des alten Regimes, Präsidente. Machen wir Kleinholz daraus. Zerstören Sie das Geburtshaus. Was ist denn das Geburtshaus Santanas? Da ist die Klinik. Da ist das Präsidentenmuseum. Oh, ich baue gerade ein zweites, verdammt. Brauche ich ja gar nicht. Ich muss mich um Geld kümmern. Außerdem brauche ich noch ein weiteres Fuhrparkbüro. Gibt es hier hinten noch einen Strand irgendwo? Da höchstens. Aber da kann ich keine Straße hinbauen. Das ist zu uneben. Na gut. Einige Bürger protestieren friedlich. Wenigstens haben wir jetzt eine Polizei. Wir haben eine Bar. Okay, dann können wir auch schon wieder weitere Ärzte einstellen. Und jetzt ein Exklusivinterview mit El Presidentes Teddybären aus Kindertagen. Zu sehen im Präsidentenmuseum. Misha, wie läuft denn die Ausstellung? Fantastico, ihr müsst alle kommen. Sind Sie nicht etwas zu alt, um mit Puppen zu spielen? Hör nicht auf die blöde Ziege, Misha. Gut, die Preise sind im Keller, das ist nicht schlimm. Wir bauen erstmal ein Ministerium. Es kommt hier an die Seite. Was ist das? Landhaus. Der hat sogar Landhäuser gebaut. Wahnsinn. Okay, und nun, da wir die Möglichkeiten haben, werden wir uns auch um Plantagen kümmern. Kaffee, Tabak, Zucker. Kaffee geht hier oben am besten, das machen wir dann also. Brauchen aber vorher noch ein paar Straßen. Ausgezeichnet. So, dann die Plantage für Kaffee. Infrastruktur nicht, Nahrung und Rohstoffe, Kaffeeplantage. Wird hier schon was angebaut? Das sieht so aus, ne? Nee, wird es nicht. Nahrung und Rohstoffe, Plantage für Kaffee. Und noch eine Plantage für Kaffee. So, die Jobs sind schon mal gesichert. Dann, Außenministerium ist kostenlos. Stelle ich hier mit hin. Wir haben jetzt ein weiteres Parkhaus hier. Dann brauchen wir auch noch ein weiteres Fuhrparkbüro, damit die ganzen Waren abtransportiert werden können. Und dann bauen wir die Straße hier schon mal weiter. Ach Mann. Infrastruktur, Straße, bitte verbinden. So, und da können wir hier nämlich die ganzen Farmen hinsetzen und unsere Industrie, wenn es denn soweit ist. Haben wir denn jetzt schon einige Hochschüler? Nein, es werden zu wenig ausgebildet. Wo auch immer die schon wieder hingegangen sind. Garantiert nicht in die Mülldeponie. So, einen Innenminister können wir noch nicht einstellen. Da könnten wir jemanden einstellen, das will ich aber noch nicht. Die Hochschule hat schon wieder keine Lehre mehr. Oh, es ist doch zum Heulen. Geh arbeiten. So, jetzt ist hier erstmal Schluss.